Freitagabend, Nordfrost Arena und diese drei Herren sitzen in der ersten Reihe. Steffen und Janik Köhler und Moritz Barkow, die drei Akteure des Wilhelmshavener HV, sind zurzeit mit Kreuzbandrissen außer Gefecht gesetzt. Ihm ist das indes noch nie passiert. Hallensprecher Stefan Reiners hat kein einziges Mal gefehlt. Es ist gegen den ASV Hamm-Westfalen in dieser Funktion sein 300. Heimspiel. Für ihn ist es hingegen das erste Match als Chefcoach des Aufstiegsaspiranten aus der vergangenen Saison. Stefan Just hat den glücklosen Nils Pfannenschmidt abgelöst. Beide Teams sind im harten Alltag der zweiten Handball Bundesliga lediglich durch 4 Törchen voneinander getrennt. Beide haben 14-26 Punkte und kämpfen damit akut um den Klassenerhalt. WRV-Coach Christian Körmann kann immerhin wieder ein paar mehr Akteure auf dem Spielbericht notieren. Jonas Schweigart und Markus Bokesch kehren in den Kader zurück. Den besseren Start erwischen indes die Gäste, das 1:0 durch Lukas Blome. Bei den Janestädtern ist der Niederländer Duncan Postel erstmals in der Nordfrost Arena auf der Platte unterwegs. Dennoch, zu Beginn ist noch etwas Sand im Getriebe der Niedersachsen, die allerdings am heutigen Abend eine Lebensversicherung im Rücken haben. Adam Weiner hat offenbar richtig Lust auf Handball. Die Hausherren gleichen aus, 3:3 nach 7 Minuten. Es läuft, bis wenig später die 1262 Zuschauer in der Halle den Atem anhalten. René Drexler bis dato schon dreimal erfolgreich verdreht sich das linke Knie, wird minutenlang auf dem Feld behandelt, für ihn ist die Partie vorbei. Andere müssen in die Bresche springen, Jewgeni Woronzow auf rechts außen und Kai Smits nunmehr im rechten Rückraum. So viel schon einmal vorweggenommen, der Niederländer zündet nicht etwa Danish, sondern Dutch Dynamite und erzielt mit dem 8:5 bereits seinen dritten Treffer in der Partie. Der WHV ist am Drücker. Auch, weil ein Vize-Weltmeister von 2007 einfach die Kiste zumacht. Auf der Gegenseite hat Felix Storbeck weniger Glück. Nach einer guten Viertelstunde ist für ihn Schluss und mit Dennis Doden kommt ein Ex-Wilhelmshavener in die Begegnung. René Drexler humpelt unterdessen in Richtung Ausgang. Für ihn geht es ins Krankenhaus. Der Verdacht lautet Kreuzbandriss, was definitiv das Ende der Saison für den Linkshänder wäre. Wir wünschen auf diesem Wege alles Gute. 9 Feldspieler bleiben WRV-Coach Christian Körmann also und die kämpfen auch in Unterzahl. Lukas Blome sieht das leere Tor vor lauter Freiraum nicht. Und anstatt des Anschlusstreffers für Hamm gibt es den 7 Meter für die Hausherren. Es passt viel bei den Wilhelmshavenern zusammen. Wenige Sekunden vor der Pausensirene flippert Tobias Schwolo zum 13:11 den Ball in die Maschen. Nach der Pause wird Hamm schlicht überrollt. Smits mit dem 15:11. Smits mit dem 17:11. 6 Tore für den WHV, 3 Treffer erzielt Smits in Folge. Ihm kann das natürlich gar nicht gefallen, genauso wenig wie dem mitgereisten Anhang. Aschermittwochsmin, bevor der Karneval überhaupt richtig angefangen hat. Aber die Mannschaft von Stefan Just beweist Moral und schmilzt den Rückstand kontinuierlich ab. 14:18 in der 40. und der Ausgleich in der 50. Minute, 19:19 durch Björn Zintel. Den Hausherren schwinden offenbar die Kräfte. Links außen Lukas Mertens taucht auf einmal im Rückraum auf. Und wie? 7 Meter, eine Angelegenheit für Kai Smits. Ja. 22:19, noch 5 Minuten zu spielen. Keine Nerven beim Niederländer. Dann in die 58. Minute, 22:20 für den WHV, aber Strafwurf für Hamm und der erste Einsatz für Keeper Markus Bokesch. Und hier zeigt sich, was Christian Körmann gebetsmühlenartig wiederholt. Jeder Einzelne ist für den gemeinsamen Erfolg unendlich wichtig. Ja. 30 Sekunden vor dem Ende macht Sebastian Maas den Deckel drauf, 23:20. Am Ende heißt es verdientermaßen 23:21 für den WRV, der damit etwas Luft zwischen sich und die direkten Abstiegsplätze bringt. Dort findet sich nunmehr der ASV wieder. Durchatmen können die Jadehandballer aber nicht. Am Sonntag geht es zum nächsten Duell mit einem direkten Tabellennachbarn, zum Dessau-Rosslauer HV. Mit den Anhaltinern haben die Niedersachsen noch eine Rechnung offen.